Okay, auf was feuern wir den Granatwerfer ab? Auf den Kürbis, oder? Ja, Kürbis. Okay, Kürbis. Da kommt halt ein Projektil raus. 300 Meter fliegt das? 300 Meter. Ja, mit Bild, weißt du. Einfach mit dem Daumen? Ich mach das jetzt so, komm. Ready, steady? Hol den Feuerlöscher auf! Hol den Feuerlöscher! Herzlich willkommen bei einem Livestream hier aus der Wildnis. Jetzt kommen wir zum Raketenwerfer. Keine Angst, natürlich kein echter Raketenwerfer, sondern ein sogenanntes Rocket Parachute. Ich zeig's mal, bleib du einfach hier. Original aus der Rettungsinsel. Funktioniert wie folgt. Du hast hier hinten einen Mechanismus, an dem ziehst du. Dann kommt hier vorne eigentlich eine Rakete raus, damit du einen Fallschirm, der einfach leuchtet, runterfällt. Wir müssen natürlich daran denken, wir haben einen Vorteil, es hat geregnet die letzten Tage. Ich habe einen Feuerlöscher hier zu stehen, also macht euch bitte keine Sorgen. Wir sind auf abgesperrtem Gebiet, es kann niemand verletzt werden. Ganz, ganz wichtig, auch das bitte nicht nachmachen. Ich mache das unter den sichersten Voraussetzungen, die man einfach nur haben kann. Schütze mich natürlich so gegen alles Mögliche, was passieren kann. Echt? Da vorne kommt, hier siehst du es halt, da kommt halt ein Projektil raus, was auf ganz großer Höhe anfängt mit dem Fallschirm. Der breitet sich aus und dann runterfällt und dann die ganze Zeit leuchtet. Das heißt also, wir müssen auch darauf aufpassen, wo dieses Projektil hinfällt. Am besten wäre auf dem Sand, weil dann können wir es einfach löschen. Fertig. Ich werde auch den Feuerlöscher schon mal bereit machen, ne, damit wir das dann auskriegen. Wobei ich glaube, es ist eine Magnesiumfackel. Die werden wir eh nur mit Sand auskriegen. Deshalb werde ich mir mal eine Schippe voll Sand holen. Man kann unter Wasser tauchen. Es brennt trotzdem weiter. Brennt unter Wasser weiter. Exakt. Okay, auf was feuern wir den Granatwerfer ab? Auf den Kürbis, oder? Ja, Kürbis. Okay, Kürbis. Safe Kürbis. Genau. So. Weißt du, was ich gerade überlegt habe? Dass wir da vorne hingehen und das in die Grube feuern. Und nicht hier vorne. Ich hab einfach so ein Gefühl, das ist, glaube ich, besser. Ich glaube, es fliegt an die 200 Meter hoch. 300 Meter willst, fliegt das? Da du auch mal nicht aus 2 Meter Entfernung draufschießen. Natürlich von hier, okay? Ja. Ja. Alter, 200 Meter? 300? Hier steht's. 300 Meter. Height Launching. Da ein bisschen Schiss jetzt. Ich nehme das Brett weg. Wenn du den falschen Winkel des Brett triffst. Das ist halt der absolute Vorteil. Wir brauchen nur einen. Okay. Wichtig ist natürlich auch zu gucken, wo ist top und auch ganz bitte, bevor ich irgendwas mache, bitte macht es nicht nach. Bist du bereit? Ja. Rocket Launcher auf Kürbis, Versuch 1. Digga, das ist zu nah. Ich treffe doch sonst nicht. Soll ich mich hier hinter verstecken? So. Rocket Launcher. Okay, es hat eine Zwischenstufe. Bereit? Es geht nicht. Zündet nicht. Das mache ich falsch. Eindrücken. Klappe den Zündstift rum. Halte das Signal mit dem festen Griff. Drücke den Zündstift zur Zündung fest ein. Mit dem Daumen oder mit was? Einfach mit dem Daumen? Ich mache das jetzt so. Komm. Ready, steady? Bleib mal so. Ah, jetzt. Alles klar. Oh, oh. Okay, Feuerlöcher. Und die Feuerlöcher? Feuerlöcher. Die Feuerlöcher. Feuerlöcher. Und die Feuerlöcher. Geh Feuer aus. Nein, ist nicht aus. Feuerlöcher. Hier, der ist schon da. Oh, das ist immer noch. Wir fahren jetzt rauf. Hör dich auf. Gib alles, was du hast. Gut, dann lassen wir es kontrolliert einfach abbrennen. Schönes Ding. Ich heiße euch herzlich willkommen hier. Gut, das war's. Schön. Alter. Wann ist auf einmal losgegangen, das Ding? Das ist auch geflogen. Gut, dass wir einen Feuerlöscher haben. Also ey, was lernen wir daraus? Bei so einer scheiß Magnesiumfackel hilft kein Feuerlöscher. Alter, ich hab irgendwann den Mechanismus getroffen und dachte, oh, das schreit fast nach einem zweiten Versuch. Okay, so sieht es aus, wenn das Ding leer ist. Okay, also nochmal für uns, ja. Ausgangsposition. Du ziehst, dann schiebst du den rüber. So, dann ist das schon der Trigger. So, und dann kannst du quasi... Zündung. Also, im Original, warte, ist das glaube ich so. Da ist in der Mitte ein Stift. Warte, da ist so ein Stift. Dann klappst du den aus. Und das hier und dann umklappen, okay, ist quasi der Zünder. Ah, ja. Also ich habe mich noch nicht so, lange nicht mehr so erschrocken, aber finde ich gut. Aber wir haben den Kürbis nicht getroffen. Nee. Aber du kannst auch nicht richtig zielen damit. Das Ding ist einfach unberechenbar. Ja. Das ist echt gefährlich, das Ding, ne? Ja. Aber wir haben quasi zwei Mythen auf einmal gelöst. Und zwar der erste Mythos, dass man so weit mit einem Feuerlöscher auskriegt. Kannst du vergessen, habt ihr selber gesehen. Ihr habt da quasi 6 Kilo raufgehauen. Interessiert einfach den überhaupt nicht. Das ist ähnlich, wenn so ein Elektroauto brennt. Kannst ja einfach löschen. Stimmt, durch, nee. Geht auch nicht. Nee, müssen sie in so ein Becken tauchen. Genau, ja. Und ausbrennen lassen. Aber ich hab mich ein bisschen erschrocken. Ja, wie verfahren wir denn jetzt? Muss ich gerade mal ein bisschen sammeln, Alter. Rico schreibt nochmal. Tatsächlich überlege ich nochmal zu machen. Ich werde es eh nie nochmal brauchen. Also wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Ja, nochmal zünden, den zweiten. Das ist eine gute Idee. In der Tonne kann auch nichts passieren. Entzündet das Leuchtfeuer.
brauch mal was zum Runterkeilen. Hast du noch? Ah, ich hab hier was. Alles gut. Okay, Chris. Was sagst du zu unserem Versuchsaufbau? Irgendwo so positionieren, dass sie nur noch treffen kann, weißt du? So von wegen hier so genau ausrichten und so, aber das wird nicht funktionieren. Ja, stimmt, ich könnte ja auch mal näher rangehen. Machen wir. Okay, wenn das Ding zurückkommt, müssen wir schnell sein, ne? Ist dir klar. Damit du es auch mal siehst, ne? Hoch. Das hat gerade eben, war das schon der Trigger, glaube ich. Rüber. Alter! War eine super Idee, wirklich, war eine absolut geile Idee. Es ging einfach alles zu schnell. Ich geh mal löschen. Ich geh mal auslaufen. Mich hat's voll erwischt. Aber ich glaube, es hat genau die Splitterschutzweste getroffen. Also hier tut's weh. Ja? Ja, ich guck gleich mal nach. Das kam aus der Tonne wieder raus, das Ding. Ja, klar. Was? Ja, klar. Und hin und ist ja an dir abgeprallt und dann hast du den... Halt mal die Kamera. Also, oh Gott, ey. In die Tonne abgeprallt, zu dir, an dir abgeprallt und dann hast du den ja. Digga. Hä? Das ist von dem Ding. Das ist von der dem Trick am hier. Kürbis abgeprallt, am dann zurück an dir abgeprallt. Hier rauf. Hier rauf. Und dann ist er noch 1000 Meter im Wald. Okay, was lernen wir daraus? Niemals vertikal abfeuern, die Scheiße. Hat der Mensch mit umbringen, Alter. Also unsere Idee hat nicht funktioniert. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob es die Splitterschutzweste getroffen hat oder ob es unterhalb der war, weil ich habe ja gehockt. Da, direkt da, wo es rot ist. Da ist es drauf. Das wird blau. Du siehst auch hier, das ist genau der gleiche Abdruck wie beim Kürbis. Ja. Zack, der gleiche runde Kreis. Sieht man das? Hier drüber, so war das. Wenn der Wald nicht gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich bis nach Timbuktu geflogen. Guck dir mal! Der ging ja da rein. Der puffert ja, der saugt auch. Ist der auf. Eigentlich stecken geblieben, habe ich mir gerade so gedacht. Ja, der ist ja umgedreht im Kürbis und wieder zurück. Verstehe ich nicht. Wie sind da scheiß Rocket-Missile, die so Wärmebild, weißt du? Gut, also was lernen wir daraus? Macht's bitte nicht nach, Leute. Es ist absolut gefährlich, lebensgefährlich. Auch mit dem Riot Shield und mit einer Splitterschutzweste tatsächlich mordsgefährlich. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.